Einigkeit mit dem Bund. Brandenburg will Flughafen Tegel schließen. Ein weiterer Betrieb des Flughafens Berlin-Tegel nach der Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports bleibt unwahrscheinlich, obwohl die Berliner Wähler das bei einem Volksentscheid gefordert haben. Bei einer Gesellschafterversammlung in Potsdam machten der Bund und das Land Brandenburg klar, dass sie trotz des Votums am Konzept eines Single Airports für die Hauptstadtregion festhalten. Das teilte der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, Rainer Bretschneider, nach dem Treffen mit. Auch der Berliner Senat ist gegen eine Offenhaltung von Tegel, will das Bürgervotum jedoch ernst nehmen. Gleichzeitig waren sich die Gesellschafter nach Bretschneiders Angaben darin einig, Brandenburgs Forderung nach einer Ausweitung des Nachtflugverbots am künftigen Wert zu prüfen. Potsdam will dort seit langem mehr Nachtruhe und legte das Thema nun im Zuge der neuen Diskussionen über Tegel mit auf den Tisch. Brandenburg erfreut über Haltung des Bundes bei dem, rechtlich nicht bindenden, Volksentscheid am 24. September in Berlin stimmten rund 56% für die Offenhaltung des alten Stadtflughafens. Sie stellten sich damit gegen die seit vielen Jahren verfolgten Pläne, Tegel 6 Monate nach der Eröffnung zu schließen. Über eine neue Linie in dieser Frage kann das Land Berlin jedoch nicht allein entscheiden. Ich habe hier im Auftrag des Volksentscheids dafür geworben, ob eine Position denkbar ist, bei den anderen Gesellschaftern zu einer neuen Diskussion zu kommen, sagte Berlins Finanzsenator Matthias Kulatz-Ahnen. Der Stand heute ist, dass man sagen muss, dass keine Möglichkeit besteht, dort zu einem anderen Ergebnis zu kommen, so der SPD-Politiker. Diese Lage müsse nun im Senat und im Abgeordnetenhaus beraten werden. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke von den Linken sagte, er habe sich gefreut, dass neben seinem Land auch der Bund zum Schließungsbeschluss stehe. Natürlich achtet die Landesregierung Brandenburg plebiszitäre Voten auch in der Hauptstadt. Aber man muss wissen, die Frage einer möglichen Offenhaltung Tegels berührt auch die Interessen Brandenburgs und des Brandenburger Steuerzahlers. Görke bezifferte Mehrkosten für sein Land auf 500 bis 700 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre. Aus seiner Sicht ist die Flughafengesellschaft nicht in der Lage, ohne Zuführung von Gesellschaftermitteln ein solches Unterfangen zu finanzieren. Wie das rot-rote Brandenburg sieht auch der rot-rot-grüne Berliner Senat erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken im Fall eines Tegel-Weiterbetriebs und hält eine Schließung weiter für angebracht,